Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und einem weiteren Snacken durch. Diesmal mit Chasmal Fear. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Guckt in die Videobeschreibung und sprecht es richtig aus. Anstelle meiner. Haha, genau. Und es ist ein Ego-Shooter-Horror-Survival. Mutanten jagen mich durch eine Unterwasserstation, Spiel, so in etwa mit Crafting und allem drum und dran, so scheinbar. Also Crafting weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest Ressourcen spielen eine wichtige Rolle und. Das kann ich so aus den Texten und Bildern ableiten. Es hat auch einen Koop-Modus, finde ich sehr cool. Die Demo werden wir jetzt aber hier halt solo spielen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Multiplayer jetzt geht. Irgendwie so halt, ne, bin ich mir jetzt unsicher. Aber wir werden, wie gesagt, das Solo jetzt mal ausprobieren hier. Und gucken wir, was da so abgeht halt, ne? Genau. So, aber erstmal, freie Folge, wo ich ja gerade sagte, Ego und so weiter, ne? Was ist mehr so euer Ding für Horrorspiele? Ego oder Third Person, ne? Also, im Resident Evil-Bereich zu sein, eher die klassischen Resident Evil-Teile oder eher so Resident 7 und 8. Ne? Also so Ego-Perspektive halt, ne, aus den neueren Titeln oder dann doch eher so die klassische Survival-Horror-Perspektive. Was ist da mehr so euer Ding? Auf was habt ihr mehr Bock? Was schockt euch mehr an? Ich muss sagen, ich habe ewig halt Third-Person gespielt, habe gesagt, wow, das ist schon ganz cool so halt, ne? So Survival-Horror war ja schon immer so, siehe Alone in the Dark übrigens, ne? Hier, guckt bei uns auf dem Kanal, Playlist Alone in the Dark von 1992, das Original, läuft gerade noch, ne? Schaut mal rein. Ne? Ich kenn's halt nur so, also bis zu einem gewissen Punkt. So, naja, und dann kam halt irgendwann Resident Evil 7 zum Beispiel, ne? Und das war halt so, vorher kam ja noch Resident Evil 2, das muss ich lügen. Kam das Resident Evil 2 Remake vor Teil 7? Nee, andersrum, ne? Oder? Ich bin mir gerade unsicher, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das Resident Evil 2 Remake dann auch mit einem Mod aus der Ego-Perspektive gespielt. Auch geil. Ne? Muss ich eigentlich noch zu Ende spielen auf diese Art? Ich habe die. Müssen wir gucken, hier die Playlist auf dem Kanal ist, glaube ich, noch Resident Evil 2 Remake, Ego-Perspektive. Muss ich eigentlich mal weitermachen. Ne? Aber ist auf jeden Fall eine ganz geile Geschichte so. Aus der Ego-Perspektive kommt so ein Horror nochmal ganz anders rüber halt. Ne? So, und schwer. Also, ich denke, Third-Person-Horror ist mehr so klassisch. Dead Space, Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark und so weiter. Während so diese Ego-Perspektiven-Horror doch eher eine Sache, der in Anführungsstrichen Neuzeit ist, wie zum Beispiel die neueren Resident Evil-Teile oder halt auch die 4-Reihe zum Beispiel und so weiter. Auch alles Top-Horror-Spiele. Ich glaube, es kommt darauf an, was man machen will halt. Ne? Wobei so ein richtiger Psycho-Horror funktioniert auch aus der Ego-Perspektive sehr gut. Ah, das ist schwer, ne? Also ich mag eigentlich beides. Habe ich jetzt einen Favoriten? Nee, ich kann mich da nicht entscheiden. Nee. Aber vielleicht habt ihr irgendwie einen Favoriten, ausbauen in die Kommentare, ne? Dass ihr vielleicht sagt, no, Horror geht nur in der Third Person für mich, ne? So, wie gesagt, haut mal in die Kommentare, ne? Schauen wir mal. Ich werde jetzt mal kurz umschalten. Also nicht wundern, wird jetzt, glaube ich, gleich mal nochmal kurz, wir machen das anders. Ich mache mal kurz hier auf Pause. Und da sind wir auch schon im Spiel. Hat funktioniert, ich musste noch umschalten, ne? Ich habe wohl was anderes aufgenommen. So, ja, gucken wir aber mal, ne? Ich mache mal hier Play. New Game. Loading. Ah, wir sollen also aufpassen, wenn wir Mutanten, auch tote Mutanten mit rotleuchtenden Augen sehen, denn ist Gefahr im Verzug, denn die mutieren gerade. Das ist natürlich Danger. Oh, oh. So. Ich bin gespannt, mal gucken. Ist auch wieder so ein Ein-Zwei-Mann-Projekt. Oh. Codename Surge. This is Apex Horizon HQ. We read you loud and clear. Over. This is Apex Horizon HQ. We're reading that pre-combat checks are complete. Helmet cam is operational, submersible mode is ready, AR device is active, all systems look to be nominal, we are ready to launch. Okay, ab ins Wasser würde ich sagen. Alright, Serge, listen up.
The situation is 24 hours ago we lost contact with Magnus Underwater City. That's right. The greatest technological achievement of the 21st century. Built with trillions of dollars, housing the best minds from around the world and using cutting-edge technology just went dark. Magnus was established by the combined effort of several nations, so this is high on the priority list. The installation layout's pretty straightforward. It's divided into two separate zones. The public zone, that houses over 4,000 guests and visitors, and the very restricted military research zone, where only a limited amount of scientists and military and other personnel can access. This is one of the most classified installations in existence. Magnus has been redefining the limits of underwater exploration, biological engineering, and weapons research. Therefore, we cannot afford to lose signal with this facility. With all of that being said, welcome to Magnus City. Jetzt wäre es geil, wenn der Titel, ne, boom, mit irgendwie so einer Orchester. Your primary objective is going to be to locate Dr. Albert Weir. He's the chief scientist in charge of all the research. You're going to need to retrieve him, restore the power, and report with a sit rep to us as soon as possible. And one last thing. Be careful. And good luck. Codename Surge. Huh. Schon cool. Also, ja, relativ einfach gehalten, so von der Sache her halt, ne? Da ist eine Unterwasserstation. Oh, was nun? Also, da ist eine Unterwasserstation, so eine Stadt halt, ne? Wir werden da runtergeschickt, wir sollen Wissenschaftler retten, irgendwie, da ist der Kontakt abgebrochen und so und fertig. Ne? Ganz einfache Sache, kein großes Hokuspokus. Das kann sich alles während des Zockens denn entwickeln, sag ich mal so. Finde ich schon ganz cool gemacht eigentlich. So wird der Horror nicht dir schon so direkt ins Gesicht gehauen, sondern kann sich halt entwickeln im Laufe des Zockens halt, ne? Das ist ganz cool. Taschenlampe gibt's hier, okay, gut. Ah. Und du hast diese typische Isolation halt, ne? Eine Unterwasserstadt. Da, okay. Na, du kommst hier nicht weg, einfach so. Ah, coole Sache, das. Können wir rennen? Ja, können wir, okay. Hm? Oh, da ist was. Entdeckt. Left the knife package on your desk, guys. Press the second button on the handle to inject the serum in the blade and stop the mutation. Press the left button for a dose small enough to burn through those growths covering our hallways. Be careful. If you run out of serum, you'll have to find more before any other being starts mutating. Okay, gut. Das da? Wahrscheinlich, ne? Achso, okay. Also erstmal den Knife hier, so. Das Messer. Okay, okay, okay. So, wo ist denn mein... Da ist mein Messer. So, aber wie benutze ich jetzt das Serum? Oder habe ich das jetzt schon darauf gemacht? Das kann natürlich sein, ne? Tick, tick, tick. So, lass mal gucken. Okay. So. Hm. Okay. Gut. Also das Serum ist theoretisch schon da drauf, deswegen leuchtet das wahrscheinlich auch so rot, denke ich mal. Das sind wir? Vielleicht. Da können wir kriechen? Ja. Das ist natürlich eine Geräuschkulisse hier. Okay. Aber es ist schon irgendwie, hat's was, ne? Fregeil. Aha. Achso. Aber da ist kein Serum drin, ne? Nee. Also in Kisten und so weiter, die wir kaputt machen können, können wir Serum finden. Aber jetzt keins drin. Das ist Lager.
Okay, wir brauchen eine Access Card. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Eine Access Card, eine Access Card. Ohne mich! Ohne mich! Ja, wo wäre so eine Access Card? Vermutlich. Auch weil der Schreibtische da, ne? Das würde Sinn machen, oder? Wir gucken mal. Oh, mal gucken, was ist hier? Ah. Da geht's noch irgendwo hin. Kommen wir da durch? Ja. Okay. Ich meine, es ist nichts los, ne? Und es ist trotzdem so ein bisschen. Genau. Wir suchen die Access Card. Oh, Fischis. Ich erwarte ja jetzt jeden Moment, dass da irgendwie so. Dass ich da mal rausgucke und dann donnert da so ein fieser Hai gegen oder so. So ein Jumpscare-mäßig, ne? Ah. Das sieht alles sehr gut aus. Keine Munition. Schön. Ja. Okay. Was ist das hier? Hallo? Aha. Lockers Room. Hier finden wir auch bestimmt irgendwie Stuff oder was. Nicht? Das auch, musste ich da runterlegen, um auf die Tastatur zu tippen? Werden das gebaut? Aha. Aha. Das war wohl die Access Card, naja. Ja, okay. Hier können wir nicht irgendwo durch. Dann gucken wir nochmal hier lang. Was ist denn hier so? Hallo, oh, Gott. Oh. Hallo? Huh. Der ist da irgendwie eingesperrt. Ich glaube, den lassen wir auch erstmal da, ne? Weiß ja nicht. Hat mich echt erschreckt. Oh, fuck. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was passiert ist. Was war denn das? Oh. Rennt man hier schon so lange, um schnell hinzukommen und dann, ne? Auch falsch. Blue. Glow good. Red Nithem. Ach so, ah. Aha. Also wenn sie blau leuchten, dann ist alles. Access granted. Was? Wer? Warum? Oh. Also wenn sie blau leuchten, dann dann ist gut, okay. Oh. Aber ich habe keine Waffe, ne? Ne, habe ich nicht. Ist da eine Tür? Ne. Kann ich also scheinbar nicht mitnehmen. Oh. 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 Oh, warte, leuchtet der blau? Ist das blau? Ja, okay, gut. Ich glaube, ja. Alles gut. Ich bin zu alt für so eine Spiele. Was steht da auch hier drin rum? Was soll denn das? Was macht der denn hier? Oh, achso. Was hat er mir jetzt Schaden gemacht? Ah, geht so. Ist überschaubar. Hm? Okay. Alles gut? Hallo? So, ein bisschen angefangen zu laggen hier.
Ich habe auch sonst nichts. Oh doch. Ach, warte, die Knarre habe ich auch noch, ne? Jetzt vergessen, aber. Warte, vielleicht sollte ich eher die Knarre nehmen, ne? Und nicht den Dolch verbrauchen, ne? Bei dem. Diese Dreckstüren. Meine Güte. Ein bisschen was ausgehalten, ne? Was hat die Muni? Ah. Ach da. 1337. Ah ja, okay. Gut. Also vielleicht sollte man die erst greifen, wenn. Wenn, was ist denn hier? Achso. Aha. Wenn die Munition nahezu alle ist, ne? Das ist vielleicht besser. Restoration. Was piept denn hier so? Aha. Ist da irgendwie Serum drin? Nö. Oh, sieht auch nicht gut aus. Geht die auch kaputt? Nee. Breaking News. Oh, das sieht gar nicht so gut aus hier. Das Storage, also Lager, da ist irgendwie Ärger drin. Okay. Damn it. Wenn ich könnte, würde ich auf dich spucken, du. Oh, Lebenspunkte? Achso. Ah, gut. Gut, dass wir eben. Ne, ihr wisst schon. Ist irgendwie. Ist das ein Grafikbug? Kann sein. Ist ja auch eine frühe Demo, so mehr oder weniger, ne? Also in den Kisten war jetzt noch nichts drin, ne? Oh. Na gut. Ach, wollen wir da wirklich schon rein? Geht das überhaupt? Oh. Okay. Lass die Tür von selbst aufgehen. Das ist auch echt mies. Oh. Oh. Moment. Nur mal testen, ne? Gucken. Ah. Nee. Okay, explodiert nicht. Hätte sein können, ne? Hätte der sein können. Irgendwas kommt da. Ach, shit. Wo? Okay, ist gerade ein bisschen Ruhe. Ich muss gucken, was da los ist. Ich kann jetzt nicht das Videolog lesen hier. Was ist denn hier? Oh. Na gut, hier scheint wieder einigermaßen sicher zu sein. So, also nochmal. Interact. Okay, wir brauchen also erst das Videolog von irgendwo. Wir gehen nochmal zurück. Hier war doch irgendwo. Nee, hier nicht. Oh. Warte, können wir es wieder aufladen? Ah. Okay, das ist cool. Achso, okay. Da brauchen wir also den Access Code. Ah, ja, verstehe. Access Code. Oh. Oh, nee. Kommen wir, glaube ich, nicht durch. Okay, gut, verstehe. Dann.
Gucken wir mal, was hier los ist. Lässt er uns in Ruhe? Greifen wir den Tauch an? Was ist das überhaupt? Lässt uns mal in Ruhe, so wie es aussieht. Oh. Oh, da. Ja gut, den lasse ich erstmal da, wo er ist, ne? Der stört mich da ja nicht. Nachladen. Ich schätze, er stört mich da nicht, weiß ich nicht. Wir lassen ihn erstmal da. Ist egal. So. Okay, hier sind... Oh, 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 oh. Mann! Was mit ihm? Weiß man nicht, ne? Ist er tot? Ah, gut, er geht nicht. Munition. Was ist das? Ah, das Videolog. Okay, gut. Das ist so komisch, obwohl. Ne? Ich habe ja schon massig Ego-Shooter gespielt, so ist ja nun nicht halt, ne? Und auch genug Horrorspiele und so, aber das hier hat irgendwas echt Seltsames an sich, ne? So, Videotime. Oh shit, was? 5772. Hm. 5772, okay. Hier, hier. Oh, Mann. Gucken, müssen wir ihn selber eingeben? Oh. Dö. Warte mal. 5772. Danke. So. Dr. Weir. Hm. Ich muss die ganze Zeit an Event Horizon denken, aber. Der hieß Dr. Rhea, glaube ich, ne? Musik. Hallo? Keine da. Also gut, bisher kennen wir diese Doppelköpfigen, oder die mit dem gespaltenen Kopf, wie auch immer hier. Und die, die irgendwo schnell rausschießen oder auch direkt auf Konfrontation gehen. Natürlich muss so ein Oberwissenschaftler klassische Musik hören, ne? Was? Oh, oh, wann, wo, wer, wann? Oh. Huh. Manchmal ist es... Es hat leichte Grafikfehler hier. Minimale Ruckler zwischendurch. Und Lags und so weiter. Das kann jetzt aber auch immer am PC liegen. Kann aber natürlich auch am Spiel liegen. Also ich kann sowas super schwer beurteilen immer, ne? Wie sieht das aus? Also, ah, wir sollten mal. Ich kann das immer super schwer beurteilen. Geht das hier auf? Nee, ne? Nee. Vor allen Dingen, also bei Vollversionen und sowas, die dann raus sind, vielleicht schon ein paar Patches hat und so weiter, kann ich meistens dann schon sagen, ja, doch, das liegt eher an meinem PC. Aber, oh, shit. Bei so relativ. Oh. Hat er ihn da durchgeschmissen? Nee, er hat dagegen geschlagen, ne? Shit. War das so ein Big Daddy? Big Daddy? Nee, er hat ihn durchgeschmissen, ne? Bei so, ich sag mal, so frühen Demos. Ja,
Das hat jetzt nicht so geklappt. Den will er nicht aufsammeln? Ah, jetzt. Ja. Okay, was sagt meine Lebenspunkte? 66, also. Irgendwie so ein... Ah, ja, praktischer Zufall, ne? Guck mal, rennen kann man denn auch nicht mehr, wenn man angeschlagen ist. So, wie sieht aus? Ja, okay. Jetzt will er auch nicht mehr rennen gerade. Achso. Nee, weil ich hocke, ne? Ja, okay. Ja, schon gut. Ich dachte eben, das liegt daran, dass ich Lebenspunkte verloren habe, aber nö. Ach so. Oh, okay. Ja, Twitch-Stream. Welchen Button nehmen wir jetzt? Dummerweise ist es gerade ein YouTube-Video, ne? Ah, aber, ne? Es wäre ganz cool, wenn ihr Bock habt, ne? Dann kommt rüber zu Twitch, ne? Findet ihr unter /BloodandBrain. Müsst ihr einfach mal gucken auf Twitch, ne? BloodandBrain. Ne? Denn, da streamen wir auch allerlei verschiedene Titel. Und da werden wir vermutlich auch das hier streamen, wenn es dann rauskommt. Jetzt, wo wir ja auch wissen, dass es da verschiedene Wahlmöglichkeiten gibt, wird es natürlich auch noch super interessant für den Chat. Ne? Genau. So, wir nehmen die goldene Mitte. Oh. Das war wohl... falsch? Aber jetzt ist auf. Hä? Ja, war die Wahl jetzt, dass ich eine Knöpfe drücke, oder? Warte, geht das überhaupt? Ist die Tür auf? Nee. Okay. Ah, aha, okay, gut. Wir haben uns jetzt für den Weg entschieden. Wahrscheinlich ist es... Ja, ja, die goldene Mitte ist das. Links, rechts, denk ich mal, schätze ich mal, vielleicht. Oh, oh. Ah. Oh, oh, shit. Moment. Das war jetzt viel gleichzeitig. Die Munition hat das Ding? Okay, alles gut. Das war jetzt viel gleichzeitig. Das Explosionsfass. Der Gegner, der mutierte und direkt auf meine. Ach, shit. Falsche Taste gedrückt. Ja, okay, falsche Taste. Ich glaube, ich muss. Ja, rechts drücken, denn um die. Kaputt zu machen. War doch irgendwie so, ne? Beim nächsten Testen. Wenn wir noch so lange leben. Aber cooles Feature mit dem, Was? Nee. Ah, oh, Mistkerl. Nee, der ist okay, der mutiert nicht. Da ist ja so ein Schleim. Was? Jetzt höre ich schon irgendwelche Stimmen. Ist schon soweit, ne? Blau war okay, ne? Ja, genau. Also, Lebenspunkte? Oh. Das ist gut. Oh shit. Okay. Oh. Oh.
aufhören! Oh. Manchmal habe ich ganz schön dolle Lags zwischendurch. Wie gesagt, keine Ahnung, was das jetzt genau liegt. Kann auch im Spiel liegen, ne? Mal wieder umschalten auf die Pistole. Blau war okay. Oh, rot ist schlecht, rot ist schlecht. Ja, okay. Rot ist schlecht. Gut, gut, gut. Oh. Ach ja. Macht Spaß. Wofür gibt es denn diese Ecke hier? Da kommen wir nicht durch. Ah, hier können wir hoch. Okay. Okay, wir sollen da rein. Tür ist zu, naja, okay. Was? She was the origin. Sie war der Ursprung. Okay. Wer ist denn sie? Was mit... Da ist mein Hai. Da ist mein Hai. Es wäre cooler, glaube ich, wenn der... Wenn du jetzt so hier bist, wenn er denn hier auf jeden Fall, wenn du ihn denn aus dem Augenwinkel siehst oder irgendwie sowas, das wäre, glaube ich, noch eine Spur cooler. Aber da ist mein Hai, ja. Ich wusste, dass hier irgendwo einer sein muss. Okay, das ist zu. Hier? Hier? Authorizing. Oh, diese Türen! Access granted. Okay. Kommen wir hier durch. Oh, wann? Wo? Oh. Mann! Hör mir hier. Achso, okay. Achso, okay. 6, 8, 3, 5, ne? 6, 8, 3, 5. Ich muss mal kurz mal aufschreiben. 6, 8, 3, 5. 6, 8, 3, 5. So, was haben wir denn hier, ne? Also, Tony Abrams? Habe ich den jetzt angewählt? Nee. Jetzt habe ich Tony... Ich glaube, jetzt habe ich Tony Abrams, ne? Ja, Tony, genau. Hey, Onkel Matt. Mein Vater sagt, dass wir dich in ein paar Tagen besuchen werden, ne? Ich bin so gespannt. Du bist schon so lange weg. Ich hoffe, es geht deinen Forschungen gut und du kommst gut voran. Ich weiß, du kannst da doch nicht drüber sprechen. Aber es klingt immer super abenteuerlich, wenn man doch irgendwie was mitbekommt. Ja, danke für das Geburtstagsgeschenk, ne, also das Buch. Hast du es denn gelesen? Das neue Jason Breacher Buch ist Wahnsinn. Ja, ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen, Tony. So, Leon Walker. Matthew, die Sachen hier werden täglich schlimmer. Es ist aktuell nur machbar, weil ich meine Soldaten, ne, also aufgeputscht halt, also, ne, High Alert halt hier.
Es gab eine Menge Probleme in letzter Zeit. Leute, ja, die Leute drehen langsam durch. Ja, Orek hat versucht, Svensson sein Ohr abzubeißen in der letzten Nacht. Einfach nur so, einfach nur so. Später hat er gesagt, er erinnert sich nicht daran, dass das passiert ist. Ja, aber er sagt, er erinnert sich an Geflüstere, ja, flüsternde Stimmen und sowas im Plasmatunnel I-41. Es gab auch eine Menge Unfälle. Nur, also ja, nicht bei unseren Daten, ne? Da ist alles in Ordnung. Es sind die Mechaniker, über die ich spreche. Im Moment gibt es aber, also ist kein Grund zur Panik. Aber, ne, ich muss dazu auffordern, dass wir alle 60 Stunden unsere Teams wechseln und nicht nur alle 120, damit die Leute sich erholen und entspannen können. Ich werde dich weiter auf dem Laufenden halten. Nur, naja, zu deiner Sicherheit, ne, ändere den PIN auf 6835 und erzähl's keinem anderen, genau. Wartet dort auf mich, Sergeant Walker. Okay, also es ging alles schon irgendwie. Was? Ne, warte, welcher PIN-Code? Der war das nicht, ne? Nee. Was war das eben für ein Geräusch? Oh. Warte, war das hier? Ja. Was hatte ich? 6835, ne? 6835. Umschalten hier vorsichtshalber auf den dicken Ballermann. Da wurde wieder irgendwer weggeschleppt. Da ist nichts. Oh, letzte 29 Schuss. Ah, vielleicht schalten wir da nochmal hier hin. Warte, wie fahren wir hier? So. Ich brauche irgendwie neue Munition, ne? Ah. Wenn man vom Teufel spricht. Nehmen wir alles mit, was wir haben. Oh, da ist wieder Leggy-Leg-Time. Access. Achso, ah ja. Oder? Ich weiß nicht genau so. Jetzt ruckelt das gerade ganz schön doll. Access granted. Also jetzt wahrscheinlich die Tür hier auf. Schätze ich, denke ich. Vielleicht. Nee. Ja. Hier war ja nichts mehr, ne? Keine Tür oder sowas. Genau, hier war das, aber sonst war ja nichts mehr. Tab. Hatten wir. Was haben wir gemacht? Dadurch sind wir ja da reingekommen. Aber was haben wir denn jetzt? Also doch hier, okay, gut. Doch hier. Achso, Lebenspunkte? 90. Metro Station. Oh, oh. Schneller! Keiner mutiert, ne? Nee. Alles gut. Mission 30x39. So. Alles mitgenommen, Muni. Ist hier noch mehr? Nee. Da geht es jetzt schon 40 Minuten, also alles gut. Wir sind noch gut in der Zeit, dann ist Snacken durch. Alles in Ordnung. Oh.
Was ist hier los? Was ist das? Achso. Oh. Oh. Mist, ja, der fällt um. Okay. Solange die alle noch so blau leuchten, ist ja auch alles in Ordnung. Nichts. Oh. Es wird geschrien. Alles gut. Lebenspunkte. Ein bisschen auffüllen. So. Oh, oh shit. Ah, falsch. Rechts. Okay, gut. Zufällige Mutieren ist auch eine fiese Nummer. Aha. Nehmen wir mit. Oh oh. Was Neues. Da vielleicht hätte ich warten sollen, ne? Ich weiß nicht genau. Wo ist denn der Typ jetzt, der Fraggle? Irgendwo da hinten, ne? Ja. Ja, vielleicht hätte ich den mit ranholen sollen. Ah, shit. Ja! Alles gut. Helm putzen. Weitermachen. Lebenspunkte. 83. Ja, können wir mal auf 100 machen. So. Nichts. Mal gucken, wo können wir denn jetzt den Zug rufen? Hier? Oh, shit. Oh, shit. Also. Das war fast schon klar, dass so eine Nummer kommt, ne? Survive, ja. Oh. Oh, oh. Oh, shit, shit. Ah. Ah. Mist, Kerl. Ich wollte das fast zerschießen, aber... Ist einer rot? Nee. Nee. Umschalten, andere Waffe. Da. Munition. Oh, shit. Thank you.
Oh, wieso? Ah! Nachladen! Kein roter, ne? Ne. Zug ist da, der Zug ist da! So long! Goodbye, Mother Suckers! Huh! Okay. Zwei Endings, drei verschiedene Playthroughs. Ach so. Die Demo hat zwei Endings und drei verschiedene Playthroughs. Ja, gut, okay. Je nachdem, welchen Weg du halt gehst. Ne? Wir haben uns für die Mitte entschieden. Da ist der Hai. Oh, war schon groß, ne? Hätte natürlich auch links und rechts gehen können. Aber das lassen wir für euch. Mystery! Ne? Wer die Demo selber ausprobieren will, kann ja gerne mal links oder rechts gehen. Und vielleicht unten in die Kommentare schreiben, was er da erlebt hat oder sowas. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das ganze Spiel später, wenn es fertig ist, über solche Entscheidungswege verfügen wird. So, die vermutlich in den einzelnen Levelabschnitten dann so sein werden. Ne? So, ja, und letzten Endes sich vielleicht überschneiden, ist halt schwer zu sagen, ob sie das wirklich so machen, also so verzweigt jetzt untereinander, oder ob das wirklich innerhalb des Levels mehr oder weniger solche Entscheidungen sind wie, jetzt sind wir in die Mitte gegangen, haben den Kampf beim Zug gehabt, wenn wir nach links oder rechts gegangen wären, hätten wir vielleicht irgendwo einen anderen Kampf gehabt, so, aber letzten Endes, das ist in Anführungsstrichen minimal storyverändernd ist, aber halt einen anderen Finalkampf, einen anderen Weg, andere Goodies oder so, irgendwie sowas halt. Also wird schon Einfluss haben, aber jetzt glaube ich nicht die Story so völlig auf den Kopf stellen oder sowas. Ne? Das denke ich mal nicht. Aber ja, sehr cool. Also ich muss sagen, es hat auf jeden Fall Laune gemacht. Es ist spannend. Ich habe mich oft genug erschreckt, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich war aber auch irgendwie relativ angespannt dabei. Ne? Das war so... Ja, ich weiß gar nicht mal warum, ne? So, es lag jetzt nicht unbedingt in der Ego-Perspektive, das hätte bei Third Person auch funktioniert. Es ist, glaube ich, einfach die Stimmung an sich gewesen halt, ne? So, es war relativ entspannte, ruhige Musik, ne? Du hast das Atmen von deinem Charakter gehört, aber dann ist hier was geklimpert, da was geklimpert. Doom 3 kam mir relativ früh schon in den Sinn. So von der Idee her halten, aber Doom 3 war ja auch so ein Versuch, Doom allgemein mehr unheimlich, gruselig, ne? Mehr so ein bisschen wie das hier zu machen, so halt, ne? Doom 3 ist auch ein gutes Spiel, ist eine andere Herangehensweise an Doom, hat aber auch nicht unbedingt so dieselbe Stimmung wie das hier zum Beispiel, ne? So, ich glaube, es gibt massig Mods und Updates und sowas aus der Community für Doom 3. Vielleicht ist es mittlerweile mit diesen Fan-Updates und so weiter auch mehr so in dieser Stimmungsrichtung gelandet. Ne? Alles gut. So mag sein. Aber ja, also ich glaube, es ist das, diese Anspannung, dieses, weil du hörst ja nur so ein bisschen Geklimper, Gekrache, ein bisschen Grrrr oder so. Die meisten Gegner sind relativ gut platziert, auch also die jetzt irgendwie so da in diesen Ecken drin stehen und dich hin so angreifen, weil du da vorbei bist. Das ist halt so ein bisschen cheap, muss ich jetzt schon sagen, halt so, ne, so, dass sie dann vor allem auch einfach so da stehen. Aber gut, das hat Doom 3 teilweise auch schon gemacht mit den Zombie-Man und so weiter und manche andere Spiele auch. Alles gut, irgendwie. Es ist halt in Anführungsstrichen relativ billig, so. Hat es Jumpscare-mäßig halt so, ne? Aber ansonsten die durch die Schächte unten durchkommen, da ganz cool. Und ja, auch dieser Big Daddy, nenne ich jetzt mal, der den anderen durchs Fenster geworfen hat und dann verschwunden ist. So, oh, Mystery, der Hai da draußen, den wir jetzt auch gerade sehen, da, also eben gesehen haben. Auch, ja, es ist das halt. Du hast die ganze Zeit so dieses Gefühl von, oh, ne, und dann diese plötzlich auch noch einen Gegner, wenn du einen Weg zurückgehst, oder dieser Krach, der auf einmal passiert, wenn du einen Weg lang gehst, wo du eben schon warst und so. Also, das Spiel ist super gut. So eine Anspannung aufzubauen. Wie so oft sage ich halt, es wirkt wahrscheinlich als Zuschauer überhaupt nicht so, ne, weil man das da ja gar nicht so mitnimmt, sage ich mal. Ne? Als Zuschauer macht man das halt an, guckt ein bisschen, macht vielleicht noch irgendwas anderes nebenbei. So. Man ist da ja nicht so rein involviert direkt wie jemand, der halt gerade am Zocken ist. So, ne? Aber cooles Ding, schockt auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, ich bin gespannt. Ja, sicherlich kann man jetzt sagen, so, ja, die Gegner, das, die waren ja relativ holprig jetzt teilweise und
Ja. Aber darf ich nicht vergessen, wir reden hier aber auch von keinem AAA-Megatitel. Ne? So, es ist ein Projekt von Herzen, ne? Von, ich bin mir sicher, ein oder zwei Leuten jetzt halt so, ne? Also sehr kleines Team. Was sie da auf die Beine gestellt haben, ist schon super. Es ist halt eine sehr frühe Demo. Es wird also noch einiges passieren. So, und ich denke, wenn man jetzt nicht unbedingt AAA, Mega, Billionen Euro Titel haben will, oder was braucht, sag ich mal so, ne, sondern sagt, okay, ne, Indie-Titel sind auch geil und so, und den Sachen eine Chance gibt, dann ist das hier, glaube ich, schon, ja, auf jeden Fall eine geile Sache, ne? Chesmel, ich kann es nicht gut aussprechen. auf jeden Fall, 4, sehr, sehr geil, ne? Also, wie gesagt, probiert die Demo aus, Link ist in der Videobeschreibung, ne? Könnt ihr runterladen bei Steam oder loszocken direkt. Ist cool. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau. Ich werde es im Auge behalten. Ne? Wenn es eine geupdatete Demo gibt oder halt auch irgendwie Early Access oder die Vollversion oder sowas, werden wir es auf jeden Fall zocken und dann vermutlich auch im Stream. Ne? Deswegen seht ihr ja eingeblendet, / Blood and Brain. Ne? Einfach gucken auf Twitch, da findet ihr uns auf jeden Fall. Montags und Mittwochs sind wir da online halt. Ne? Sporadisch auch an Freitag, Samstag und Sonntag. Deswegen lasst einfach direkt ein Follow da, kriegt ihr bestimmt, wenn wir da online gehen. Genau. Dann nochmal zur Frage der Folge: Ego oder Third-Person-Horror-Games? Ich glaube, hier wurde ganz gut bewiesen, dass Ego-Horror auch sehr gut funktioniert halt, ne? Aber ich glaube, dieses Spiel würde auch in klassischer Third-Person-Perspektive gut funktionieren halt, ne? So Dead Space-Style zum Beispiel und sowas. Und denkt an Dead Space 1, ne? Mega-Horror-Knaller, so, ne? Das würde hier auch gut funktionieren. Also dementsprechend kann man sich da, glaube ich, super schwer entscheiden. Das ist da wahrscheinlich auch so eine persönliche Geschmackssache. Ich mag beides halt, ne? Genau. Aber schreibt es mal in die Kommentare, ne? Oh ja, und wenn ihr die Demo zockt, ne? Wie gesagt, ne, links oder rechts oder sowas, schreibt auch in die Kommentare, was euch da denn so passiert ist. Ne? So genau, wäre mal interessant. Und lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für mehr Horror und so weiter. Und ich sage mal, danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.